Herzlich willkommen zu diesem Einführungsvideo, in dem es darum geht, wie Sie eine Auszahlung durchführen von Ihrem Multimärktekonto zu Ihrem Referenzkonto zurück oder zu Ihrem privaten Konto. Ja, das geht relativ einfach und deswegen steigen wir auch mal direkt ein. Wir sind wieder angemeldet in der Kontoverwaltung und Sie finden in der Kontoverwaltung einen Menüpunkt, der nennt sich Überweisen und Transferieren. Sie können sich hier über den kompletten Verlauf von Einzahlung und Auszahlung nochmal informieren. Sie können sich hier über den Status informieren einer Ein- oder Auszahlung. Sie können Positionen übertragen von einem externen Konto hier auf Ihr Multimärktekonto. Ja, und hier geht es über Guthaben übertragen, aber diesmal nicht, wie man eine Einzahlungsnotiz macht. Nein, diesmal geht es darum, wie man Guthaben auszahlt. Ich klicke mal hier auf Auswählen. Und dann sieht man hier, dass man eine ganze Reihe von Methoden angeboten bekommt, wie eine Auszahlung gemacht werden kann. Sie können festlegen, in welcher Währung die Auszahlung gemacht werden soll. Sie können festlegen, ob das eine SEPA-Auszahlung werden soll, eine Banküberweisung oder anderes. Sie sehen hier immer noch Zusatzinformationen, wie schnell das Ganze geht. Sie sehen Zusatzinformationen, ob es etwas kostet. In der Regel ist die Auszahlung eine Auszahlung im Kalendermonat kostenlos, sowohl wenn es sich um eine SEPA-Auszahlung handelt oder über eine Banküberweisung. Das ist klassischerweise erlaubt und wenn Sie mehrere machen, dann kommen halt geringfügige Kosten auf Sie zu. Ich wähle jetzt einfach mal eine Methode, die mir jetzt sympathisch ist. Und da wähle ich die SEPA-Methode. Wenn ich die SEPA-Methode wähle, dann muss ich auch nochmal das Land des Sitzes der Bank eingeben. Ich muss die IBAN eingeben, auf das Guthaben übertragen wird. Das mache ich mal ganz kurz. Und dann der Kontokurzname. Ja, da gebe ich jetzt einfach Sparkasse, sowas gebe ich jetzt ein. Und dann habe ich hier schon die gewählte Information, wohin die Auszahlung gemacht werden soll. Dann klicke ich auf Bankinformationen speichern und sofern Sie noch keine Bankverbindung gespeichert haben, muss eine bestätigt werden. Diese bestätige ich kurz, das ist aber nur einmalig. Und geben Sie mir einen kleinen Moment Zeit, um die Angaben durchzuführen. So, und dann geht es auch schon weiter. Jetzt. Ich habe eine Zwei-Faktoren-Identifizierung für das Konto festgelegt. Von daher bekomme ich jetzt über die IB-App auf mein Telefon die Nachricht und kann da beispielsweise über Face ID das Ganze bestätigen. Andere haben eine SMS bekommen oder bekommen eine SMS, aber in dem Fall muss man sagen, dass das Arbeiten mit der IBKR-App einfach so komfortabel und einfach ist. Und damit haben Sie auch keinen Medienbruch zwischen dem System von IB, Interactive Brokers oder auch mit Ihrem Telefongesellschaft. Einlagen auszahlen. Und hier kann ich jetzt etwas wählen. Und sehe hier, was verfügbar ist, gebe den entsprechenden Betrag ein, was ich jetzt nicht mache. Oder ich kann ja mal einen Betrag festlegen. Und dann, ich möchte keinen Dauerauftrag. Ich mache, klicke jetzt einfach auf Auszahlung erstellen. Und hier sehe ich nochmal, dass das Ganze bestätigt werden soll. Wenn Sie es jetzt bestätigen, dann ist damit tatsächlich auch die Auszahlung beauftragt. Aber ich möchte das gar nicht und storniere das an dieser Stelle. Aber auch die restlichen Schritte, die jetzt mit der Auszahlung zusammenhängen, sind sehr, sehr einfach. Und damit haben Sie in 0,nix auch wieder Ihr Geld auf Ihrem privaten Konto. Ja.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat das weitergeholfen. Und wenn es Fragen gibt, immer gerne auf unseren Kundenservice zugehen. Und ansonsten weiterhin viel Erfolg mit unserem Multi-Märkte-Konto. Vielen Dank.